nett hier, aber waren Sie schon mal auf meine ganzen Kanäle? So, die Handschuhe. Ganz wichtig. Machen das nicht alle? Ziehen nicht alle Pack-Opener? Ich weiß nicht, irgendwann ist es dem wahrscheinlich egal. Ne? Die kriegen so viele Packs. Zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht. Das Spiel der Schatten. Wie schläfst du nachts, wenn du nachts noch Kaffee trinkst? Der hat so keine richtige Wirkung. Ich kann den Kaffee trinken, leg mich in den Schlaf ein. Ein weiterer wurde für Bits freigeschaltet. Ein weiterer. Ich glaube, Graf kennt die Regeln gar nicht. Die Regel ist, wenn in dem letzten Booster ein Gott drin ist, in Pharao Rare, dann bekommt Graf den geschenkt. Das wusste Graf gar nicht. Kaffeeresistenz auf Immunität erhöht. Der Kaffee kann mir schon mal helfen, mich wacher zu fühlen. Ich habe aber regelmäßig Müdigkeitsphasen, wo mir kein Kaffee der Welt hilft. Da schlafe ich einfach ein. So. Legen wir los. Also ich finde Magic ja besser. Ich habe mir heute ein Video angeguckt. Und zwar haben Wizards of the Coast, schwer auszusprechen, die Firma, die Magic-Karten herstellt, ursprünglich auch das Pokémon-TCG gedruckt. Im Westen. Ich nehme alle Utopia. Ich brauche ein Utopia-Deck. Ich habe auch schon mal aus Spaß ein Tutorial gespielt von einem Magic-Spiel. Nur um zu gucken, wie sich das spielt. Und tatsächlich ist es ganz ähnlich. Es gibt ganz ähnliche Kartenregeln. Nur bei einigen Magic-Karten ist das grundsätzlich so. Es gibt Karten, zum Beispiel, die können fliegen, die können nicht angegriffen werden. Und diese Karten gibt es natürlich auch. Spart sich ganz so die Briefumschläge. Ach, ich muss ja dann irgendwelche kaufen. Ich muss dann welche kaufen, wenn irgendwer mal hier einen Gott gewinnt. Und bei Yu-Gi-Oh! Ist das so, es gibt Monster, da steht drauf, dass sie nicht angegriffen werden können. Es ist dann nicht grundsätzlich so in einer Kategorie, sondern die Regeln stehen drauf. Aber die ähneln sich bereits. Also es ist gar nicht so verkehrt. Gar nicht so groß unterschiedlich. Wobei Yu-Gi-Oh! Inzwischen wesentlich komplexer geworden ist. Und ich glaube, Magic behält sich da eine bestimmte Simpelheit und spielt sich auch noch relativ langsam, während Yu-Gi-Oh! Verdammt schnell geworden ist. Von der Spielbarkeit und von der Komplexität. Es ist komplexer wegen der Mana-Geschichte, aber das macht es, glaube ich, auch langsamer. Du hast auch mit Yu-Gi-Oh! Angefangen, aber inzwischen gibt es so viele Beschwörungen, du bist manchmal in ein bis zwei Runden fertig mit dem Spiel. Okay, legen wir los. Es fängt an mit einer unscharfen Kamera. Habe ich ganz vergessen. Wir müssen nun die Kamera einstellen. Machen wir das klein. Hier ist das Fenster. Wieder hoch. Und jetzt kann ich auf den Fokus zugreifen. Und es funktioniert. So. Pendel-Exis. Geheimnisvoller Ritter-Joker. Topf der Gegensätzlichkeit. Unbegrenzte Karten. Rettungskaninchen. Ewige Bindung. Gott, Zwillingsdrache, was für ein Schrott. Da ist der Graf komplett raus. Du hast zwei Yu-Gi-Oh!-Karten immer noch im Geldbeutel, aber die gehen noch kaputt mit der Zeit, oder? Die sind eingehüllt natürlich, okay. So. Pendeltransfer. Geheimnisvoller Ritterjoker. Sternenstaub Xialong. Lebendig heimkehrende Krieger. Tornadobringer. C39 Utopia. Twinkle Dolus. Nein, okay.
Graf sagt, hm, vielleicht. Ups. Frauengeldbeutel, ja, stimmt, stimmt. Also wenn ich als Mann andauernd meinen Geldbeutel hinten am Poppes trage, dann sind natürlich irgendwann alle Sachen durchgeschwitzt. Das erzählt euch kein Mann. Die Sachen sind irgendwann komplett durchgeschwitzt. Geldscheine sind komplett nass und alle Bons, die man noch drin hatte. So. Schon wieder der Utopia-Strahl. Ah, Avatar des Bösen. F0. Aufeinandertreffende Wünsche. Die Adlerkralle. Ritter des Königs. Kaiserliche Leibwache. Tatsächlich eine sinnvolle, wertvolle Karte. Das ist schön. Kaiserliche Leibwache. Kommt natürlich in meine Box. Wird erstmal extra gelegt. Das ist eine der selteneren Karten. Wenn der Pfandbon dann komplett unleserlich ist, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Einmal ist da ein ganz langer Code unten drauf, den man eingeben kann. Ansonsten guckt man, wie viele Flaschen das sind und gibt das manuell ein. Das geht tatsächlich. Also bei uns zumindest. Mach lieber den Minecraft-Server. Nein, meine Kinder spielen zwar Minecraft, aber ich habe keinen eigenen Server. Frauen haben ja auch Handtaschen. Da geht das. So, okay. Topf der Gegensätzlichkeit. Ultimativer Schild. Eine Sechselwaffe. Adlerkralle. Wolkenschloss. Ritter des Buben. Ah, Rosenprinzessin. Ich hatte schon ein paar Pfandbons, die ein bisschen abgenutzt waren. Da musste ich ein bisschen nachhelfen dann. Mit dem Code oder halt mit manuell eingeben. So, ewige Verbindung. Pendel Xyz. Unerwarteter Dai, den hatten wir heute noch gar nicht. Wie unerwartet plötzlich. Majestätischer Drache. Ah, dieses Dingsbums. Egal. Braucht kein Mensch. Wünschelrutenfusion. Eine kommt noch. Schon wieder. Die Rosenprinzessin, die will mich doch ärgern. So, jetzt kommt der Booster, den der Graf eben freigeschaltet hat, mit Bits, mit Echtgeld. Also, deswegen machen wir das. Wenn hier jetzt tatsächlich ein Gott drin ist, kann ich mir in den Arsch beißen, weil ich habe 4 Displays. Und wenn da ein Gott drin ist jetzt, dann wird im letzten Display bestimmt kein Gott mehr drin sein. Die Wahrscheinlichkeit ist viel zu gering. So. Aber das macht es ja so lustig. So. Der Graf sagt, Hype. Goldäugiger Abgott. F0. Baxia. C39. Aufeinandertreffende Wünsche. Tornadobringer. Ich glaube, jetzt kommt die letzte. Ist die letzte Karte für heute. Die allerletzte Karte. Exodia, alle 5 Teile. Ist die letzte Karte Exodia, alle 5 Teile? Man weiß es nicht. Nummer 49, Glücksmelodie. Leider nein. So, okay, das waren die Karten für heute. Eine gute für mich dabei. Die kaiserliche Leibwache. Für das Ritter der So-und-So-Deck.